Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Zoo-Tycoon Ultimate Animal Collection. Wir stehen hier gerade bei unseren Giraffen und es kann sein, Leute, dass ich ohne euch Level 10 geworden bin. Ich hab's nicht beabsichtigt. Ich wollte nur ein paar Sachen upgraden, Leute. Unter anderem, was habe ich denn alles abgegradet? Ich glaube, diese Facility wollte ich upgraden oder so. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hatte ich die verbessert? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas habe ich gemacht und dann, Leute, wurde ich Level 10. Es kann tatsächlich auch sein, dass ich diese Facility... Was ist denn jetzt das? Hallo, was ist da los? Könnte ich bitte darüber... Genau, dass ich die hier abgegradet habe. Ja. Und die habe ich dann sogar nochmal abgegradet. Und dann wurde ich tatsächlich Level 10. Das heißt, wir können jetzt wieder neue Tiere adoptieren, Leute. Also nicht nur hier. Hier sind ja die Giraffen, sondern eben auch andere neue Tiere. Ich kann euch leider gerade nicht sagen, wann, denn das war direkt nach der Aufnahme. Tierauswilderung, was haben wir denn hier? Ein geheimer Sponsor hat dir Geld dafür geboten, ein Tier, bring ein beliebiges Tier auf Stufe 15 und wildere es aus. Oh Leute, wisst ihr was? Es wäre jetzt ideal, wenn wir einen der Jaguare auswildern könnten, Leute. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, ob denn vielleicht einer der Grazien schon Level 15 ist. Denn dann könnten wir... ja, oh mein Gott, ja, als ob. June. Oh mein Gott, June. Wir können June auswildern. Es ist... Oh, June geht nicht. Nein. Ja. Wir haben aber 7.500 bekommen, Leute. Haben wir dringend gebrauchtes Geld. Seien wir uns mal ganz ehrlich, haben wir dringend gebrauchtes Geld. Ich glaube, June will aber nicht gehen. Weil ich glaube, June und Aris, die mögen sich total gern. Das war ja immer noch der Major Fail ever, Leute, dass ich dachte, sie heißt Eric. Hat sich zwar gut in die Wildnis angepasst, ist aber noch gern mit Menschen zusammen. Scooter! Ach Gott, Scooter! Nein, da geht sie, June! Ach Gott, es ist so traurig. Habt ihr das gesehen? Dein Exemplar der Tierart Jaguar mit Stufe 5 hat die Besucher wirklich beeindruckt und sie haben begonnen, mehr Geld zu spenden. Ja. Und wir sind Level 11. Und wir können Weißschwanz-Mangusten und ein Giraffenformschnitt und bunte Rassel können wir machen. Oh mein Gott, Leute, wir können viel zu viel jetzt gerade machen. Ich glaube, sie ist traurig. Ich glaube, Leute, dass wir ihr jetzt relativ schnell ein neues... Leute, lasst uns ein Männchen holen. Dieses Mal. Dieses Mal kriege ich es hin. Ich verspreche es. Dieses Mal kriege ich es hin. Girlish, Valentine... Und also, guck mal, es gibt nur einen einzigen Jungen. Der ist Stufe 7, Alter. Ja, hilft nichts. Wir müssen ihn nehmen. Ja, es hilft nichts. Was sollen wir tun, Leute? Was sollen wir tun? Es gibt jetzt nicht viele Dinge, die wir tatsächlich tun können. Denn wir brauchen ja einen Mensch. Da kommt er schon. Oh. Oh, sie ist, glaube ich, sich gerade ein bisschen unsicher. Ach, Aris. Oh, da kommt da der neue. Girish. Wow, du bist ein schicker Bub. Oh mein Gott, können wir näher? Ja, wir können ein bisschen näher. Er ist... Oh, er muss sich, glaube ich, noch an uns alle gewöhnen. Guck mal, wir haben eine Dame für dich, die Aris. Ihr habt beide ein bisschen komische Namen. Passt perfekt, ihr passt, ich hätte gesagt, perfekt zusammen. Aris und Girish, ihr seid mega toll. Und ich glaube, die Bewohner feiern, die Bewohner vor allen Dingen. Ich bin ein bisschen auf Animal Crossing hängen geblieben, Leute, es tut mir leid. Die Besucher, die feiern das, glaube ich, auch richtig. Was wir jetzt mal machen könnten, wir müssen mal vervollständigen die Zusammlung, indem du 26 Arten adoptierst. Aller Vater, okay. Laut einem Marketingunternehmen würden die Besucher gerne weitere Flamingos. Ja, natürlich, wir holen uns Flamingos. Aller Vater, das machen wir sofort. Leute, wir holen Flamingos. Wir holen jetzt instant Flamingos. Ich weiß jetzt nur nicht gerade, wohin wir die bauen. Lasst uns die vielleicht gleich hier hinbauen oder so. Gehege. Was brauchen denn Flamingos für ein Gehege? Grasland? Ich glaube nicht. Haben die nur ein kleines Gehege? Das könnte sein, Leute, dass die ein Mini-Gehege besitzen. Das könnte tatsächlich sein. Jetzt gucken wir mal. Was ist hier? Flamingos, Tropenteich.
Es ist aber sehr, sehr klein, ne? Also, es ist irgendwie eine richtig kleine Geschichte. Egal, Leute. Wir holen Flamingos. Die Leute wollen Flamingos, dann bauen wir Flamingos. Wir verbinden das natürlich nochmal. Und dann müssen wir natürlich noch die Flamingos einziehen lassen. Tiere. Tier adoptieren. Flamingos. Jetzt müssen wir erst die Studie beginnen. Du hast kein Tier adoptiert. Ich mach doch gerade. Was ist das? Jetzt, ich erforsche das doch jetzt schon. Und jetzt habe ich. Ach Mann. Studie beendet, Leute. Wir können jetzt Flamingos holen. Ist das ein Baby? Nee, ne? Wir haben hier kein Baby. King. Stufe 13. Den nehmen wir. Wir brauchen drei Tiere. Dann nehmen wir noch Destiny. Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Und Ariel. Ja, dann haben wir jetzt drei Tiere. Perfekt, Leute. Und dann gehen wir gleich mal rein und gucken natürlich unsere neuen Flamingos an. Okay, das Gehege ist ein bisschen klein. Da sind sie. Oh mein Gott, wir haben Flamingos. Wer hatte sich von euch gewünscht, dass wir Flamingos holen? Ich glaube, ich habe einige Kommentare gelesen, Leute, die geschrieben haben, wir hätten gerne Flamingos. Da sind sie. Da sind sie. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas, Gehegegegenstände, können wir irgendwas ändern? Station bearbeiten, auffüllen? Nee. Okay, wir müssen uns aber vielleicht ein bisschen kümmern, dass wir die ein oder andere. June hat in Rekordzeit das Verhalten von Wildtieren gelernt. Okay, Scooter vermisst uns, Leute. Scooter, unser kleiner Alpaka, vermisst uns sehr. June im Gegensatz denkt sich, YOLO, Alter, ich bin frei. Sie findet super. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob wir Häufchen wegmachen müssen. Nicht viel. Also ich hätte gesagt, das war absolut easy going. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas auffüllen können. Wartet mal, Station bearbeiten. Auffüllen. Und wir können die vielleicht sogar verbessern. Ja! Können wir die nochmal verbessern? Nein, sie hat jetzt drei Sterne. Oh, als ob! Wartet, aber haben wir nicht noch andere Sachen, die wir auch verbessern könnten, theoretisch? Das geht gar nicht. Interaktionen. Kann ich die Interaktionen auch bearbeiten? Nein. Aber habe ich sonst nichts? Ich bin gerade. Ich habe doch auch noch Tier. Ich habe doch auch noch eine andere. Ja, hier. Hier, die Waschstation. Die muss ich gerade nicht auffüllen. Aber ich kann sie auch verbessern. Und jetzt ist sie drei Sterne. Lol, bei uns läuft's. So, jetzt pass auf. Wir haben ja noch andere Tiere hier. Unsere kleinen Alpakas. Da können wir jetzt auch gleich mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Ich glaube schon. Auffüllen und verbessern. Yes! Und dann gucken wir mal, ob wir das bei dem auch machen können. Auffüllen brauchen wir nicht, aber verbessern. Und wir haben immer noch genug Geld. Richtig nice. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir mit der Interaktion. Ich glaube, die Interaktion, die lässt sich nicht verbessern. Genau. Die lässt sich nicht verbessern. So, wir haben doch noch Tiere hier. Unsere Jaguare. Brauchen wir Häufchen entfernen? Ein Haufen haben wir. Jetzt haben wir bei den Alpakas nicht nachgeguckt. Egal, Leute. Wir gucken die Gehegestände an, die Extras. Wir schauen, dass wir auffüllen müssen wir nicht, aber verbessern. Okay, wir hatten jetzt überall tatsächlich. Ah, jetzt bin ich rausgetappt, weil ich dumm bin. Alter Vater, was ist denn mit mir? So. Und hier, oh Gott, die Fleischstation, die ist ja eine absolute Katastrophe. Können wir sie nochmal verbessern? Ja! Jetzt hat sie drei Sterne. Das läuft, Leute, bei uns läuft's. Somit sollte jetzt, glaube ich, alles drei Sterne haben. Oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hier, das können wir noch verbessern. Diese ganzen Burgerbuden und so weiter. Reparieren müssen wir, glaube ich, gerade definitiv nicht. Dann gucken wir noch die Toiletten. Die, glaube ich, müssen wir auch verbessern. Ja! Und jetzt haben wir, glaube ich, eine drei Sterne. Wir haben jetzt eine drei Sterne Toilette. Wir haben jetzt einfach eine drei Sterne Toilette, Alter. So, jetzt passt auf. Hier, das können wir reparieren. Und dann können wir das nochmal verbessern. Was kostet das? 15.000 haben wir nicht. Sonst sind wir. Also, wir haben nicht mal 15.000. Lol. 6.000 haben wir auch nicht. Wir müssen es aber auf jeden Fall nochmal reparieren. Können wir irgendwas noch verbessern? Ja, den Stand können wir noch verbessern. Sehr gut. Okay. Den Stand. Und ansonsten, glaube ich, kann ich nichts anderes verbessern. Oder doch, kleiner See. Guckt mal.
Den kleinen See müsste ich doch auch verbessern können, oder? Wartet, verbessern 600. Ja, easy going. Jetzt Level 12! Woohoo! Und wir können jetzt Pumas, Outback, gemäßigte Waldzone, Gebüsch, Gras, Tundra, Bergland, Affenmast, Pizzastand, Gehegedesigns und Gemeinschaftsstudien machen. Leute, bei uns lübt es. Mein Webdesigner war enttäuscht. Ja, ich kann nicht alles machen. Leute von heute, ich kann nicht alles machen. Ich hab nicht Zeit für alles. It is what it is. So, wir verbessern, das verbessern wir auch. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das ist unsere zweite Toilette, die ich gebaut habe. Neue Herausforderungen. Die Herausforderungen sind voll stressig, möchte ich kurz erwähnen. Wie, mit den kleinen Gehegen können wir irgendwie gefühlt nichts machen, ne? Nix können wir da machen. Absolut nix. Okay, wir müssen auch nichts auffüllen. Easy going. Dann hätte ich gesagt, ist es nochmal Zeit, eine kleine süße Giraffe zu füttern. Glückwunsch, Kapgiraffe Tristan im Gehegesavanne Kleine ist jetzt ausgewachsen. Als ob. Halt Futter anbieten. Lüdi, kleines, süßes, kleines Pörlchen. Oh mein Gott. Es ist immer ein bisschen creepy. Es ist creepy. Und jetzt ist Tristan auch noch. Die Besucher waren begeistert von der Vorführung und haben sich mit zusätzlichen Spenden bedankt. Dankeschön. Das freut mich doch. Jetzt wartet. Was nehmen wir noch? Wir nehmen noch ein süßes Äpfelchen, Leute. Ein süßes Äpfelchen. Und guck mal. Und guck, da hinten ist Tristan. Er ist jetzt groß. Er ist jetzt kein kleines Giraffenbaby mehr, sondern er ist jetzt groß. Aber die Giraffen, die sind mega unzufrieden mit ihrer kleinen Savanne hier, die sie haben. Das ist das Problem. So, jetzt wartet mal. Tier füttern. Ich möchte nicht. Ja, Tristan, kommst du bitte? Tier auswählen. Tristan. Komm her, jetzt schnell. Jetzt bin ich gespannt, ob er freiwillig kommt. Ja, da kommt er. Unser großer Tristan. Oh mein Gott, guckt, weil er ist jetzt auch groß geworden. Das ist mega. Futter anbieten, ja. Ja, Brümerfein bist du jetzt. Du bist ein feiner Bob. Na, freilich. Du Hübscher. Ich frage mich halt, wenn wir ein größeres Habitat bauen für die Giraffen, sind die dann zufriedener? Weil ich kann im Moment nichts anderes mehr bauen. Die sind ein bisschen unzufrieden, die Giraffen. Ich meine, das Habitat ist ja ein bisschen klein, ne? Aber was soll ich denn machen? Ja, was haben wir denn jetzt wieder? Dürre. Das trockene Wetter strapaziert deine Tiere und sie brauchen mehr Futter und müssen häufiger gewaschen werden. Och, Mann. Scooter hat sich zwar gut in die Wildnis angepasst, ist aber immer noch gern mit Menschen zusammen. Also das war einfach eine dumme Idee, dass wir Scooter hergegeben haben, Leute. Wir können ihn aber jetzt auch schlecht wieder zurückholen, ne? Das ist echt schade. Und wir müssen irgendwie gucken. Wisst ihr was, was wir mal probieren könnten? Können wir die upgraden? Nee, ne? Anpassen. Mülleimer, Bäume, Wege zufällig. Nee. Wir können hier nichts wirklich machen. Aber wir können zum Beispiel Bänke. Wir können verschiedene Bänke nutzen, ne? Welche Bank nehmen wir denn? Outback? Anden? Bänke entfernen? Nee, ich möchte meine Bänke nicht entfernen. Ich glaube, die Bank ist cool, oder? Oder wollen wir so eine Basic-Bank? Nee, so eine Strandbank ist mega nice. Okay, also wir können tatsächlich nichts weiter anpassen, was ein bisschen schade ist, Leute. Aber okay. Ich glaube, das Einzige, was wir machen könnten, ist, wir könnten was Größeres bauen und dann das einfach abreißen oder so. Das, glaube ich, wäre theoretisch möglich. Wir können mal gucken. Wir haben ja jetzt relativ. Haben wir eigentlich schon Kängurus? Können wir uns Kängurus holen? No. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir im Moment noch keine Kängurus holen können. Wir haben ja aber gerade den Puma freigeschalten. Das heißt, lasst uns mal noch einen Puma holen. Dazu brauchen wir Tropen, oder? Bären, Puma. Ja, dazu brauchen wir die Tropen. Haben wir die Tropen groß, die Studie schon gemacht? Nee. Das heißt, wir könnten ja theoretisch eine große Trope machen. Oder? Wir gucken einfach. Oha. Aber die. Oh Gott, ist es riesig. Aber das ist ja. Das ist ja. Oh Gott. Das ist ja. Also, oh Gott. Oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir das lieber? Ich bin gerade ein bisschen, also ich zoome mal ganz kurz ein bisschen raus. Das ist jetzt unser Zoo hier. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten es hier so hinstellen, vielleicht auch. Dann könnten wir hier so ganz, so ganz entspannt hinter den Toiletten quasi. Wartet. So. Ja, lasst uns das mal so machen.
Lasst uns das mal so machen. Und wir machen jetzt erstmal hier. Oh mein Gott, wir sind schon Level 13. Was ist denn mit uns? Was ist denn mit... Wie lange spiele ich denn schon? Wahrscheinlich spiele ich schon 2 Stunden oder so und ich merke es nicht mal. Braunkehl, Faultier. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir das nächste Mal ein Faultier holen sollen. Oh mein Gott, Giraffenplatz. Das ist doch richtig, richtig nice, Leute. Wir machen natürlich jetzt hier den Weg. Und hier brauchen wir jetzt noch keinen Weg, weil hier brauchen wir natürlich noch andere Dinge. Tropenmittel kann jetzt schon erreicht werden. Jetzt stresst dich doch nicht immer gleich so. Aller Falla. So ein Stress. Ach, guckt mal, der ist Level 16 und der ist Level 25. Es gibt verschiedene Pumas. Interesting. Wir machen die Studie für den Puma. 1 Minute, 37 Sekunden später. Und ich hätte gesagt, bevor wir Pumas holen, ich brauche ein bisschen mehr Kohle, Leute. Wir können uns gerade jetzt keine Pumas leisten. Die können wir beim nächsten Mal holen. Ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach nochmal, ob wir vielleicht noch was bauen. Ich habe Pizza und jetzt im Moment mache ich den Lemurenstand. Wir könnten den Pizzastand... Der ist riesig. Aller Verwalter ist der riesig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie groß der Lemurenstand ist, Leute. Wir müssen ganz kurz noch ausharren. Ja, ja, er ist fertig. Er ist fertig, der Lemurenstand. Weil, dann packen wir jetzt hier... Ach, schade. Ah, es war so knapp. Ach, es war so eine knappe Geschichte, Leute. Egal. Okay, wir bauen hier den Lemurenstand hin. Und verbinden den jetzt natürlich überall, wo es nur möglich ist. Hallo? Hallo? Dankeschön. Und wir verbinden den natürlich auch mit der Seite. Und dann, das Letzte, was wir jetzt heute machen, ist, wir bauen noch den Pizzastand, Leute. Weil die Leute brauchen natürlich auch was zu essen und das Essen muss ja auch in verschiedenen Richtungen sein. Und ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung wir ihn drehen wollen. Ich hätte gesagt, so... Ist er... Oh mein Gott, der ist perfekt. Als ob. Richtig, richtig cool. Ich bin begeistert, Leute. Ich bin absolut begeistert. Das sieht richtig gut aus. Okay, dann... Oh, wir können ihn auch gleich verbessern. Ja! Okay, mehr können wir leider jetzt gerade nicht machen, weil wir dann kein Geld mehr haben. So, und dann verbinden wir ihn noch hier... Und sonst nix, Leute, sonst nix. Reparieren müssen wir ihn nicht. Die Frage ist, ob wir jetzt ihn nochmal komplett verbessern, wenn wir die 3600 haben. Ich hätte gesagt, wir warten noch ein bisschen mit dem Verbessern. Was wir vielleicht noch verbessern können, jawohl. Dann verbessern wir gleich den Lemurenstand. Und also, ob wir jetzt Level 14 geworden sind. Wie lang ist dieses Video? Ich flipp aus, Leute. Wir waren bei Level 10. Jetzt sind wir bei Level 14. Dieses Video ist 5000 Jahre lang. Es tut mir wahnsinnig leid. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, Leute, ob wir das nächste Mal gleich eine Antilope, eine Rappen-Antilope holen sollen. Inklusive natürlich dem Puma. Und ansonsten haben wir auch richtig, richtig viele andere Sachen freigeschalten. Mega, mega nice, Leute. Und hier haben wir noch gerade die Vorführung mit dem Lemuren. Und wir können wie immer hier interagieren. Oh mein Gott, ich liebe unseren Zoo. Wie süß ist das bitte? Das haben wir ja schon ganz am Anfang gesehen. Richtig, richtig cool, Leute. Wir haben jetzt einen Lemurenstand. Wir haben Flamingos. Wir bekommen das nächste Mal Pumas. Und während der Dürre müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Gehege alle auffüllen. Dann hätte ich aber gesagt, war's das mit dieser Folge von Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!